Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ja, es ist ein paar Tage her, wie gesagt, dass ich ein Video aufnehmen ha habe. Es ist halt, wie gesagt, sehr viel Zeit währenddessen vergangen. Oh, da hinten ist auch ein Creeper. Ja. Es gab halt, wie gesagt, schon ein paar spezielle Probleme, halt, wieso ich gesagt hatte, ich mache keine Videos zurzeit. Ja, mir ging es in letzter Zeit wirklich echt schlecht. Ich hatte höchstens nur die Videos, die ich hatte, halt wie gesagt, gehabt. Also schlecht in beziehungsweise jedes Mal, wenn ich halt wie gesagt zu lange, wie gesagt, an der PS4 gesessen habe, direkt auf dem Bildschirm gestartet hat, dann hat wie gesagt eher mehr angefangen, dass mir mehr schwarz vor Augen wurde. Deshalb hatte ich das Ganze auch ein bisschen reduziert gehabt. Ich habe wie gesagt ein bisschen noch mit meinen Freunden gespielt gehabt, aber es hat irgendwie auch schon gereicht. Sehr viel in letzter Zeit konnte ich gar nicht spielen. Ja. Es ist, wie gesagt, deshalb auch nicht so viel mit einem passiert halt. So in etwa, ich dachte halt, ich bringe ein bisschen jetzt Minecraft. Weil ich hatte eigentlich was vor, was ich in den Sand setzen konnte. Die eine Person, die alles standhält. Obwohl sie nicht mal mit guter Rüstung ankommt. Ja. Wie gesagt, deshalb ist es so in dieser jetzt passiert leider. Es tut mir deshalb auch wirklich leid, aber ich musste wirklich auch runterfahren damit. Die jetzt macht mir zurzeit ein bisschen zu schaffen, nicht halt wie gesagt auch sogar auch noch halt wie gesagt beim Beruf halt sehr beim Beruf. Ja, das ist halt wie gesagt alles nicht so schön. Ah, naja, ich habe deshalb wie gesagt versucht gerade aufzunehmen, aber habe es leider wie gesagt abbrechen müssen, halt, es mir so doof ging. Und zwar, ich hatte noch etwas gestartet gehabt, und zwar Karte Nummer 1 hatte ich ein bisschen aufgedeckt gehabt. Ich hatte es wie gesagt versucht hat aufzunehmen, leider wie gesagt, es ging mir nicht so gut, also habe ich gesagt, diese ganze Aufnahme werde ich vergessen. Also wirklich, es hat viel zu lange gedauert. Plus dazu das eine Pferd, was ich wiedergefunden habe, das richtig gute Pferd, ist verstorben. Der Grabstein ist immer noch da und er bleibt jetzt auch für immer da. Weil mir ist das Pferd doch verreckt währenddessen der Reise. Wie gesagt, ich hatte ja, wie gesagt, eine komplette Rundreise gemacht gehabt und dann auf den letzten Stückchen. Hat sich einfach gesagt, nö, ich will jetzt hier sterben. Ja, es wollte nicht mit hier mitkommen, was wirklich echt schade ist. Deshalb bin ich froh, dass ich noch meine anderen Tiere habe. So. Oh, es fängt an zu regnen. Gewitter? Kriege ich neue Pferdchen? Gewitter ist halt, wie gesagt, immer für mich so eine Sache, dass ich gerne halt auf die Skelettpferde gehe. Und ich kann sogar sagen, dass neue Ab ist draußen. Ach du meine Güte, was ist denn jetzt mit meiner Empfindlichkeit los? Ja, das müsste ich halt wie gesagt nochmal kurz nachsehen. Ich weiß nicht, kann ich das jetzt einfach so? Aber sonst werdet ihr dann gleich sehen. Jetzt ist es wieder angenehmer. Halt wie gesagt so. Es backt ein bisschen herum. Wie gesagt, das neue Update ist da, es ist nicht bugfrei, also seltsamerweise ist es halt wie gesagt eher rausgekommen, als ich gedacht habe sogar. Also jedenfalls für die PS4. Man merkt halt, wie gesagt, man hat ein bisschen mit Ruckler zu kämpfen. Aber es geht jedenfalls noch. Ich wollte aber heute was anderes machen. Und zwar, was für euch, glaube ich, ein bisschen spannender wird. Ich muss den Cursor wieder hochstellen, es tut mir leid. So, jetzt bin ich wieder da. Hoffentlich funktioniert jetzt besser. So. Diese Einstellung ist echt wirklich heftig. So. Ein Wassereimer. Ich glaube, das dürfte aber nicht reichen. Was wäre denn sonst noch wichtig? Eisen. Ich habe aber hier irgendwo Eisenblöcke. Wie ich weiß. Oder ich nehme hier etwas davon. Stück müssten ja reichen. Ich glaube, ihr wisst, was ich mache, weil das müsste man auch einmal gesehen gehabt haben. Ende meiner Aufnahme, die ich gemacht
gemacht habe. Ich habe noch einen Eimer. Man kann hier nicht genug Eimer haben. So, Mantrich, da wollte ich ja machen. Ich hoffe, ihr wisst so in etwa. Halt, wie gesagt, ich habe hier zwei Truhen, Trichter, Wassereimer. Ja, ich werde euch vielleicht, falls es euch noch nicht einfällt, so richtig, dann werde ich euch gleich noch zeigen, was ist. Und ich habe auf der Karte, die ich aufgedeckt habe, also von der jetzigen Karte hier auf dieser Ebene, habe ich zwei Zombie-Spawner gefunden gehabt, die einer recht nah in der Nähe, das finde ich echt gut. Weil da könnte ich dann, wie gesagt, halt immer hingehen zum XP-Farm, aber ich finde hier eine Sache nicht mehr, die ich suche. Ja, ich muss die noch craften. Das vergessen. Ich dachte, ich hätte mich eins vorbereitet schon, aber nee, habe ich nicht. So. Dann brauche ich mal drei Stöcker. Ja, vier, das ist halt so. Wo ist denn das? Wo ist denn das? Wo ist denn, wo ist denn, wo ist denn das? Na gut, dann nehmen wir mal die. Ich nehme jetzt. Denn wir machen uns auch noch ein Lagerfeuer. Ja. So. Ups. Es tut mir leid, falls die Kisten halt, wie gesagt, noch nicht ordentlich sortiert sind, aber es kommt ja alles später noch. Deshalb. Es tut mir wirklich leid. Und hier wachsen währenddessen die Felder. Plus, ich habe jetzt eins kaputt gemacht. Ja, doof von mir gewesen, aber was soll ich ja dazu sagen? So, der Einsatzort ist das hier. Das Leck. Ein normaler, ungewöhnlicher Spawner, der aber von großem Nutzen ist. Ich weiß jetzt aber noch nicht, wie weit so genau. Aber das werden wir ja gleich sehen. So. Da ist eine Treppe im besten Fall. Baue ich die Kammer dann so in etwa hier entlang. Also, dass man hier jedenfalls so ein bisschen gucken kann. Ja, wie tief mache ich das am besten? Zwei. Ich werde es dann hier noch ein bisschen später besser. Schöne Einkleiden noch, wie gesagt. Aber wie gesagt, ich wollte hier den Spawner halt, wie gesagt, ein bisschen automatisieren. Also, dass ich halt, wie gesagt, unendlich viel an Knochen mehr rankomme. Oder auch, ich kann daraus eine Levelfarm machen. Das hatte mich heute vor. Das kann jetzt halt, wie gesagt, noch ein bisschen dauern, alles mit abbauen. So, und bei den letzten bisschen angekommen. So, haben wir jetzt ein bisschen ausgehöhlt. Jetzt heißt es nochmal eins weiter runter machen kurz. So, jetzt verteile ich nochmal schnell die Mimosen. Ist mir jetzt egal, wegen das Ganze hier ein bisschen. So ein bisschen zack, zack. Kann man ja überall hier so ein bisschen verteilen. Nicht unbedingt drauf, das ist doof. So, den Rest füllen wir mal mit Bruchstein aus. Wieso ich hier ein bisschen so bunt mache, ich will es halt so ähnlich haben wie halt wie sonst ist. So ein bisschen originell noch halten. Also, falls ihr es ein bisschen auch verstehen könnt, ich will halt wie gesagt nicht das Ganze so verändern, weil das ein bisschen so seltsam aussieht, sondern ein bisschen noch so erhalten. Weil es nicht so ganz verrückt aussieht. So, ihr dürftet jetzt auch das Klicken hören, alles wieder. Ja, ich hatte was in der Einstellung geändert gehabt. Wieso es dazu gekommen ist. Leider, es tut mir wirklich leid dafür, falls es euch ein bisschen nervt, aber ich war halt sonst viel zu leise, muss ich ehrlich sagen. Und das war sehr unangenehm. Aber ich habe einen Fehler gemacht. Ich muss nur mal kurz eine Spitzhacke holen, das wird mich nicht reichen. Oh, es regnet ja immer noch. Kein Gewitter. Ist hier noch ein Creeper?
Ach ja, die sind noch nicht gestorben. Die halten wirklich ernsthaft sehr viel aus, muss ich ehrlich sagen. Oder besser gesagt, der Creeper ist nicht in die Luft gegangen. Ich will nicht den Tank gegenüberstehen. Jetzt wird's tanky. Uiuiui. Habe ich irgendwie Rüstung von dem bekommen hier? Ich krieg immer Rüstung. Naja, so kann ich jedenfalls ein bisschen länger mal am Leben bleiben. Oh, das Fleisch sieht auch seltsam aus. Warte, oder? Ach so, Roheisen. Ja, wie gesagt. Was? Ach ja, wie gesagt, das habt ihr das ja raus. Ich habe mir rein gar nichts noch dazu angeguckt. Also, es tut mir leid, falls ich ein bisschen so verwirrt klinge, aber ich kenne das Ganze noch gar nicht so richtig. Ich habe mir rein gar nichts noch dazu angeguckt gehabt. Jetzt wollte ich halt wirklich mal, wenn endgültig alles draußen ist. Naja, aber das werde ich so oder so schon irgendwann kennenlernen. Aber auf dieser Welt, die ich jetzt hier spiele, das dürfte alles noch nicht drauf sein. Weil es soll ja heute, wie gesagt, auch andere Tiere geben. Das müsste dann auf der anderen Karte sein. Also die ich bisher jetzt noch nicht erkundet habe. Sollte es mindestens sein. Weil sonst frage ich mich, was los ist. Ah, naja. So. Wie gesagt, jetzt mache ich schnell weiter das Ganze. Das dann zombiemäßig ignoriere ich mal. Aber wie gesagt, da kann ich euch ein bisschen auch so zeigen, was ich halt, wie gesagt, alles so mache, vorhabe. Wie gesagt, das hier ist immer so eine spezielle Sache. Die würde ich halt, wie gesagt, immer gerne zeigen. Auf die Decke scheißen wir jetzt mal. Also wirklich. So, jetzt muss ich diese Rand wieder aufmachen. Nicht dumm Kopf. Denn ich brauche das. Plus eins weiter oder war mir es noch besser? Noch eins tiefer. Damit auch alles vernünftig durchkommt. So, hier kann ich noch das Wasser platzieren. Dürfte eigentlich bis ganz nach hinten. Es reicht sogar bis ganz nach hinten, das ist gut. Jetzt wird es gleich ordentlich duster halt. Ich habe jetzt auch keine Fackel mitgenommen, das ist doof. Ja. Drei Fackeln müssten definitiv reichen, noch für da unten. Ja. Ich habe mir halt, wie gesagt, schon ein bisschen auch Gedanken darüber gemacht gehabt, alles. Oh, Mann, ich Dummkopf. Oh, ich muss nochmal zurück. Ich muss definitiv nochmal zurück. Oh. So, ich muss jetzt erstmal das hier Ding umsetzen. 2, 3, 4, 5. Jetzt kann hier eine Fackel hin. Und dann ab da. Das Schild bleibt wie gesagt unbenutzt, halt wie gesagt wegen des Wasser. Das fällt dann hier runter. Am besten. So. Ich hoffe, das stimmt jetzt so, wie ich das vorhabe. Ich muss halt deshalb sehr aufpassen, was ich hier mache. Truhe. Ein Trichter. Das Lagerfeuer. Oh, Scheiße. Ich werde hier vorsterben. Okay, ein Problem hat schon mal beendet. Ich werde nicht mehr so auf Vollmonster verfolgt. Und habe hier 45 Level verloren. Ach man, ich bin so doof, ich bin so doof. Ich habe vergessen. Man hätte auch das Feuer löschen können. Wartet. Hä? Steck hier irgendwo fest. Das war knapp.
Einfach hab ich da jetzt oben festgesteckt? Naja, keine Ahnung, so direkt. Aber mir ist es auch egal, ich habe ihn ja Level. Ich freue mich deshalb sehr. Ich werde jetzt nicht mehr so getargetet wie sonst auch. Das ist schön. Da packen wir das Ganze mal. Na, das ist keine gute Idee. Der Aufweg ist ein bisschen ruiniert damit. So, hier. Noch eine Reihe hoch. Ja, hier haben wir es. Dann machen wir es noch mal kurz ein bisschen anders. So, das dahin. Das packen wir dahin. Das packen wir dahin. So. Wir haben jetzt hier ein bisschen besser Sicht da drauf. Alles, was passiert. Einen charmanten Weg. Wie gesagt, falls es euch wirklich halt ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen aufregt, dass ich halt, wie gesagt, gestorben bin. Ich mache mir halt wirklich nicht so eine Sache drauf, weil die Level für mich sind halt ein bisschen so, zur jetzigen Zeit ein bisschen auch unnötig. Weil, wie gesagt, ich gehe noch in Nether rein. Da ist es für mich eigentlich, ich brauche nicht so unbedingt die Level bisher. Das ist halt, wie gesagt, ein entscheidender Punkt. Wenn ich halt, wie gesagt, mit vollen Level jetzt reingehe, was bringt es mir dann? Dann machen wir mal kurz ein bisschen anders. Hier sind drei Steine davon, da sind was davon. Merken wir mal. Dann packen wir da mal Sand, nee, Erde hin. Ja, Sand. Sand wäre zu schön, um wahr zu sein. Ah, naja. Da will ich dann auch gleich dieses Loch hier wieder auffüllen. Ja. Wie gesagt, mir ist es halt öfters auch aufgefallen, das habe ich auch im Stream gesagt. Desto mehr Level man hat, desto mehr kommen die Monster auf und desto mehr halt, wie gesagt, hat man auch die Möglichkeit halt, viele verrückte Dinge zu begegnen, wie zum Beispiel die Monster-Army, die ich mal hinter mir hatte. Seltsamerweise. Und wie gesagt, für mich ist es halt doof, wenn ich halt, wie gesagt, in Nether reingehe mit viel zu vielen Leveln. Ich habe es ja mich auch irgendwann noch vor, deshalb, wenn ihr es halt nicht so ganz versteht, dann, es tut mir wirklich leid, aber im Nether würde ich so oder so halt die ganzen Level verlieren und es ist halt doof. Und zwar eigentlich dann richtig, wenn ich die halt, wie gesagt, ständig verliere. Wie gesagt, deshalb, ich habe mir keine großen Gedanken mehr draus gemacht. Halt, wie gesagt, dass ich Level verliere. Wenn es aber bei Thema Verzauberung ist, ist es schon ein bisschen doof. Aber wie gesagt, halt, wie gesagt, mit dem Monster Spawner, ich kann viel zu schnell wieder die Level alles farmen. Deshalb, so schlimm ist es nicht. Eigentlich sollte ich hier irgendwo versuchen, eine unendliche Quelle am besten aufzustellen, oder? Ich wäre jetzt nicht mal so doof und benutze die Quelle. Und ja, ich muss mich immer hochbauen, das ist ein bisschen nervig, aber das muss ich halt tun. Weil, wie gesagt, ich will nicht die ganze Zeit Schaden halt bekommen, halt das in der Falle da unten. Ist ein bisschen doof. Ja, da habe ich jetzt wirklich sehr selbst einen Fehler begangen, aber es ist halt, wie gesagt, es sind bloß Leveln, es ist kein Leben. Wenn ich auf Hardcore gespielt hätte, dann wäre es schon heftig. Aber war nicht so schlimm. Da gibt es schon Schlimmeres. Wie gesagt, verliere alles in der Lava, dann kannst du weinen. So sage ich das halt immer. Auf die Level kommt es halt, wie gesagt, irgendwie nicht so richtig drauf an. Einzig und allein zählt einfach bloß, dass du, wie gesagt, deine ganzen Sachen noch hast. Das ist mehr wert als alles andere.
So. Ich hoffe, es wird jetzt hier auch gespawnt ordentlich. Ja, es wird gespawnt. Au. So. Jetzt um das Ganze auch abzurunden. Wird hier ein bisschen zugebaut. Und ihr hört es ja schon. Das ist mir halt die besondere Sache, die ich halt nicht darauf mit anspreche. Warte mal. Ich weiß jetzt bloß nicht, wie schlimm das Licht hier stört. Weil hier guckt einfach mal, was da alles unten landet. Ja, hier könnte halt jederzeit ein Creeper mit reinkommen, was ein bisschen doof ist. Aber hier. Das ist nicht gerade die beste Idee. Aber wie gesagt, hier. Man sieht schon alles, was ich hier sammeln kann. Daraus. Das ist mehr halt eine Fallenproduktion als alles andere. Deshalb hoffe ich, dass hier sehr viel gesammelt wird. Ich muss bloß aufpassen, dass hier kein Creeper reinkommt. Ist das schon zu viel Licht oder? Ich schätze es mal ab, ja ab. Ich glaube, ich schmeiße noch eine Glasscheibe am besten davor. Glaube ich besser, oder? Sechs Knochen, sechs Pfeile. Unendlich Pfeile habe ich definitiv dadurch. Und halt, wie gesagt, ich kann auch Rüstung damit sammeln, Bögen. Ist schon sehr viel wert. Also ich kann da ehrlich sagen, ich bin sehr froh, dass es hier so in der Nähe ist. So kann ich halt das Ganze auch ein bisschen später noch verbinden. Hab noch sehr viel vor. Und ja, es wird unnormal werden. Sehr unnormal. So, dann habe ich noch Sand. Drei Stück. Was kann ich dafür opfern? Eisenzäune. Ja. Zwei Birkenschilder. Mal gucken, für wie viel die reichen. Für eins, glaube ich, oder? Ja, für eins. Gut, dann hoffe ich, dass der Eisenzaun noch gleich reicht. Dafür, das wäre sonst halt, wie gesagt, ein bisschen doof. Ja, sollte reichen. Dann packe ich jetzt erstmal, wie gesagt, davor Glasblöcke. Wie gesagt, ja, ich könnte auch Scheiben machen, das wäre halt billiger, aber es soll ja nur eine etliche Farm sein, also für mich. Also, dass sich das noch ein bisschen ändern würde, bin ich ja mehr am Verz bin ich mehr am Zweifeln, dass es passieren wird. Immer noch 12? Wie gesagt, man sieht ja hier, durch das Lagerfeuer verbrennen sie alles, also das, was gedroppt wird, kommt alles da rein. Ja. So ist halt das Ganze hier aufgebaut. Ich hoffe bloß nicht, dass da irgendwas reinspawnt. Das ist halt, wie gesagt, ein bisschen doof. Naja, vielleicht will ich halt irgendwie noch einen Gang am besten dazu machen. Es ist halt, wie gesagt, immer so. Eigentlich hätte ich halt das Ganze ein bisschen besser noch bauen müssen. Also am besten zu, aber ich will halt, wie gesagt, ein bisschen noch gucken dabei. Jupp. Oder ich überlege mir halt noch was dazu. Plus dazu, ich wollte dann auch noch mal gucken, wegen Thema Haus, wo ich das mache. Weil ich habe jetzt genügend Rohstoffe, ich könnte eigentlich machen. Und das wäre eigentlich hier, soweit es ging, ein bisschen hinten mehr. Also schätzungsweise hier schon. Hier würde ich es machen.
Du siehst mir nicht gerade eben friedlich aus. Genauso wie du da hinten. Oh oh. Ich habe glatt vergessen, ich habe keine Rüstung an. Glatt vergessen, ich habe ja auch keine Rüstung mehr. Ist die verbrannt? So ausgetestet habe ich das auch noch nicht mit dem Lagerfeuer. Ich will. Naja. Jetzt bist du auch noch Waffendieb? Hätte ich bei dem Bogen bleiben sollen. Ganz eindeutig bei dem Bogen. Was soll man halt dagegen tun? Dummheit muss bestraft werden. Sieht man auch bei mir. Ich habe meine ganze Rüstung verloren. Naja, so schlimm ist es eigentlich auch nicht. Die kriegt man eigentlich schnell wieder. Mit schnell wieder kriegen meine ich wirklich echt schnell. Was seid ihr heute alle so mies gelaunt drauf? Jetzt lässt ihr euch nicht ein einziges Mal blicken und jetzt auf einmal? Ja, Remi-Demi hier machen? Ja, es wird sich halt wie gesagt alles dann noch ein bisschen was verändern. Ich wollte ja dann noch mal schon mal ein bisschen kurz was machen. Ja, aber davor vorher noch ein bisschen schlafen. Schlafen tut gut, schlafen hilft immer. So. Das erste Mal, dass ich sogar, wie gesagt, das Haus würde ich dann im Stream halt machen. Ich werde nicht so ein kleines Haus machen. Hier steht jedenfalls fest. Ich bin halt, wie gesagt, einer. Bisschen größer sollte es sein, also mindestens 2 Etagen. Bin ich immer zufrieden. Das ist noch eine Hexe. Dort. Dead. Wie mache ich das Ganze jetzt mit dem Haus? Ich will definitiv diese Hügellandschaft noch ein bisschen mitnehmen. Wenn ich von da an sage. Nee, es wäre ein bisschen doof. Ich müsste das Ganze noch definitiv ein bisschen erweitern. Oder soll ich es ein bisschen gerade machen? Ach, ich werde es ja dann sehen. Sonst würde ich dann halt sagen, so ein bisschen. Mindestens bis hierhin. Und so ein bisschen um die Ecke. Also circa bis da. Bisschen halt. Mindestens. So. Statue. Raum müsste es doch eigentlich genug sein, oder? Nee, ich habe ja schon gesagt, jetzt erstmal so ein bisschen viel Fleisch bis da. Also werde ich das nochmal kurz ein bisschen korrigieren. So, das soll in etwa halt, wie gesagt, ein bisschen Terraform. Dass hier irgendjemand herumkräht, ist halt scheiße. Aber diese Person wird noch ausgelöscht werden. Ja, was heißt das für mich? Ich muss definitiv den ganzen Berg ein bisschen stützen. Vielleicht hier oben auch nochmal etwas. Ja, und das wird dann halt, wie gesagt, alles in Stream gemacht werden. Sage ich euch jetzt. Kriege ich neue Rüstung? Ich kriege neue Rüstung. Ja, nicht gerade die beste, aber naja. So. Da habt ihr jetzt so ein bisschen Einblick halt. So in etwa, wie groß das Haus werden wird. Aber wie gesagt, es ist noch nicht mal der größte Teil dann.
Ich habe halt, wie gesagt, so gedacht halt, definitiv hier ein bisschen kleiner, so als Ecke, halt wie gesagt, dass ich hier so einen Gang machen kann. So, dass ich hier oben halt, wie gesagt, einen Balkon habe dann. Dachgeschoss, ja, das wird halt, deshalb habe ich ja das so gemacht. Aber das Spezielle, ich brauche halt ein bisschen mehr Platz für Treppengelände, für ein schönes. Oder ich baue, nee, das baue ich dann später. Ich hätte mich auch gedacht, dass ich noch ein viel größeres Haus baue. Aber das ist dann wirklich später, also viel später. Das wird halt wirklich ein gigantisches Konstrukt werden. Bist du alleine hier? Ah, nee, alles ist okay. Ja, ich suche mir wieder neue Freunde. So. Was ich jedenfalls sonst noch sagen kann, wie gesagt, ich habe im Tempel halt, wie gesagt, noch weitestgehend gesehen gehabt. Ich kann euch jetzt auch den noch den einen letzten Spawner zeigen, den ich halt wie gesagt gefunden habe und wo er noch ist. Ich habe jetzt da noch nicht reingeguckt gehabt, weil mir haben die Fackeln gefehlt. Die Fackeln, die ich hier auch wieder nicht habe. Weil, bist du schnell? Nein. Nein. Dann probieren wir dich mal kurz aus. Oh, das war schnell. Naja, gute Sprungkraft, da ist es okay. Dann beeile ich mich mal kurz. Ich habe doch sicherlich hier noch Fackeln, weil sonst bin ich gleich wirklich. Wirklich am Trane. Ich habe so viele eiserne Rüstungen, die kann ich ja vergeben schon. Gut, eins davon am besten. Ja, wie gesagt, ich werde euch jetzt einen noch markieren. Ich werde das Ganze dann im System auch so einplanen wieder. Ist also so, dass ihr schon mal wisst, so in etwa, wie es sein wird. So, hier irgendwo in der Gegend war es. Aha. Ihr hört es schon. Die Armee. Und ja, es ist eine Armee. Die haben Helm gedroppt, das ist sehr gut. Die haben Brustteil gedroppt, das ist sehr gut. Halt bitte auf zu nerven. Halt bitte auf zu nerven. So, hier habe ich wie gesagt den besagten Spawner gefunden. Aber das ist noch nicht der allerletzte, weil ich habe dann noch einen gefunden gehabt. Aber wie gesagt, das werde ich ja später sehen. Halt so. Also werde ich, ja, werde ich später dann halt wie gesagt so zeigen. Aber wie gesagt, diesen Spawner werde ich dann auch nochmal umrichten halt so. Ich werde auch nochmal dafür sorgen, dass halt soweit es geht, dass ich daraus noch beziehen kann. Ja. Soll halt dann, wie gesagt, ein bisschen auch mit der gemütlichen Folge so sein. Wie gesagt, ich muss mich halt noch ein kleines bisschen schonen. Ich weiß halt, wie gesagt, jetzt nicht, wie die Videos noch kommen werden, halt so. Ob ich vielleicht doch ein bisschen länger halt, wie gesagt, nochmal kurz ausfalle. Oder ob ich halt, wie gesagt, sehr wenig Videos produziere. Also nicht mehr so einen Tag wirklich. Also hier 5 Videos mache. Obwohl es eigentlich ein bisschen traurig ist, weil ich hätte, wie gesagt, wieder bald Zeit dafür. Ich hätte, wie gesagt, so eine Runde machen können, aber ist halt alles ein bisschen doof. Ich muss halt, wie gesagt, jetzt nochmal gucken, wegen ins Wochenende, weil sonst heißt, ich muss mich schon krank schreiben lassen und es ist halt. Für mich ist es definitiv scheiße. Weil, wie gesagt, ein bisschen auch rauszukommen. Bisschen hier zu arbeiten gehen. Ich finde es schon sehr spannend da, wo ich arbeite. Aber naja, es ist eben die Sache. Ich gehe währenddessen halt, wie gesagt, währenddessen ich ein bisschen YouTube mache, arbeiten. Andere halt, wie gesagt, die wollen nicht mal arbeiten gehen. Sondern wollen lieber so eine Sache machen, die ihnen gefällt. Das muss halt jeder für sich nicht allein entscheiden. So. Die Felder sind auch sogar fast alle fertig, worüber ich sehr glücklich bin.
Muss man ehrlich sagen, ich habe ein bisschen drauf, halt wie gesagt, sehr lange gewartet. Bin auch sehr lange hier stehen geblieben, damit es ein bisschen weiter hoch geht. Ja. Aber ich bin froh, dann habe ich schon mal eine gute Essensversorgung. Aber man sieht hier es auch, es leckt einfach. Du bist ein Trottel. Du bist ein Obertrottel. Ich lasse dich für ein paar Sekunden aus den Augen. Und du schaffst es, da reinzugehen und Suizid. Frisst dich da ruhig durch. Das wird nichts mehr. Ja, da sieht man, ich habe auch schon aufgegeben. Ja. Und deshalb lasse ich die gerne auch lieber, wenn ich ein Haus habe, auch im Haus. Damit die sich sicher fühlen. Damit ich jedenfalls sicher bin, dass sie in Sicherheit sind. Obwohl das nicht artenrecht gehalten ist, aber es ist halt Minecraft. Was soll man halt dagegen tun? Und dann FBI Open Map. Ja. Und guck mal, alle rote Beete-Fans. Die kommt da rein. Die kommt hier rein. Das ist sie wert, Kompost. Obwohl, den Komposter könnte ich auch automatisieren. Ja, aber das will ich bloß in groß, also im großen Stil machen, wenn ich viel zu viel habe. Ist da jemand? Oh mein Gott, einer mit einem Eisenschwert. Der kann einen gut klatschen. Ja, der kann einen. Oh mein Gott, bitte. Oh mein Gott. Oh mein. Ein ganzes Eisenschwert? Du gibst mir freiwillig ein ganzes Ei. Okay, jeder ist sich selbst der Nächste. Ich habe wieder ein neues Schwert auch noch dazu. Das ist wirklich echt schön. Sehr schön sogar. Gleich wieder eine schöne Party rein. Alles wächst hier wirklich sehr wunderbar. Das freut mich sehr. Ein richtiger Bauer bin ich jetzt schon geworden. Ja, aber es wird halt alles dann vielleicht sogar noch ein bisschen sicherer gemacht, damit halt, wie gesagt, nicht so etwas passieren kann. Es ist aber halt alles wirklich dann viel später. Heißt, wenn ich dann, wie gesagt, im Nether war, das Ganze geschafft habe. Glück. Knacke ist nicht unbedingt gut. Ah, naja, dann nehme ich mal die kurz. Plus für ein einziges Feld ist es ja nicht so schlimm. Ach, die Musik ist schon leer. Dann Runde Nummer 2. Ich weiß nicht, es ist halt öfters mal auch so gewesen, dass viele halt, wie gesagt, die Musik auch gehasst haben, so in etwa. Solche Musik, ich mag die aber. Es kommt halt, wie gesagt, darauf an, was man auch halt, wie gesagt, bekommt. Finde ich. Nicht alles ist schlecht, aber es gibt halt, wie gesagt, schon ein paar gute Sachen mit. Alles reintun, was ich habe. Vielleicht gibt es da irgendwie noch ein paar Doppelte. Man weiß ja nie. Oder ich könnte mal die hier abspielen. Habe ich auch bekommen. So ein bisschen düster, geheimnisvoll. Als ob man hier in den Höhlen wandern würde.
Also wirklich, das hört sich so an. Das hat man ja gerade eben gehört. Das ist halt die Mucke von der Mine. Am meisten. Habe ich sonst noch irgendwelche spezielle Schallplatte? Nö. Also sind das die einzigen zwei Platten, die ich habe. Ja. Ich hoffe, es hat euch jedenfalls mit der Folge hier ein bisschen so gefallen, was ihr alles gemacht habt. Man sieht auch dahin Händler. Da gucke ich nochmal kurz. Vielleicht hat er was Gutes. Ich brauche Dschungelsetzlinge. Dringend. Was hat er denn alles im Angebot? Rote Beete, Glowstone. Was ist das hier? Ich will das sehen, was da ist. Kleines Topfblatt. Okay. Nichts Interessantes. Na gut. Also ich würde auch sagen, das war's dann heute mit der Folge. Esst noch ein paar Karotten. Und jedenfalls, schönen Abend euch noch. Für mich ist es ja. Also jedenfalls für euch schönen Tag noch. Dann tschüss und bis zu einer weiteren Folge von Minecraft. Ciao.